Deutschland steht unter Druck nach der 1:0-Pleite gegen Frankreich, bei der sicherlich nicht alles schlecht war. Aber nun steht man gegen Portugal am zweiten Spieltag schon mächtig unter Druck. Die Portugiesen, sie gewannen spät, aber dann doch deutlich und verdient gegen Ungarn und hat somit die bessere Ausgangsposition. Deutschland muss hier mindestens mal einen Punkt, bestenfalls drei Punkte holen, damit sie sich nicht auf die anderen Gruppendritten im Endeffekt verlassen müssen. Und dann muss man ja auch erstmal gegen Ungarn am letzten Spieltag gewinnen. Aber jetzt ging es hier am zweiten Spieltag gegen Portugal ran und die Portugiesen in Rot gekleidet, sie hatten den deutlich besseren Start. Deutschland in der Defensive und Deutschland etwas ohne Selbstbewusstsein. Und das wird bestraft. Diogo Jota mit dem 1:0 nach gerade mal 4 Spielminuten. Albtraumhafter Start für die deutsche Nationalmannschaft. Jogi Löw konsterniert an der Seitenlinie. Was war hier bitte los? Schlechter kannst du in so ein Spiel gar nicht reinkommen. Da kann sich Portugal den Ball hin und her spielen. Ronaldo legt auf. Dann ist der Ball noch abgefälscht. Manuel Neuer aus kurzer Distanz, dann vollkommen machtlos, geht ins kurze Eck rein, aber eben dieser abgefälschte Schuss ist für einen Torhüter ohne weiteres nicht mehr zu entschärfen. Aber Deutschland versuchte postwendend zu antworten. Jetzt mussten sie abliefern. Serge Gnabry, nicht so schlecht. 7. Spielminute, also fast die passende Antwort. Hier im zweiten Heimspiel, man hatte ja gegen Frankreich schon hier in München gespielt und auch dieses Duell in der Münchner Arena. Und trotzdem, es kam keine heimische Dominanz auf, weil auch Portugal immer wieder gefährlich wurde. Ob das jetzt spielerisch war oder mal durch individuelle Situationen. Hier Bernardo Silva aus der zweiten Reihe, das ist ein super Schuss, der klasse gehalten wird von Manuel Neuer zum Eckstoß. Aus dem resultierte nichts. Wir sind noch in der Anfangsviertelstunde. Also beide Mannschaften hier vollkommen mit offenem Visier. Thomas Müller über die linke Seite. Sollte sich eigentlich ins Zentrum bewegen. Aber diese Flanke, die er hier schlägt, die ist richtig gut. Und die wird auch gefährlich, weil Kai Havertz zum Abschluss kommt. Rui Patricio ärgert sich, dass Thomas Müller da auf der Seite sich so drehen kann und dann solch eine Flanke bringt. Aber der Kopfball von Havertz ging dann eben doch vorbei und somit keine Gefahr weiterhin für Portugals Tor. Jetzt schon über eine halbe Stunde gespielt, wieder Portugal. Cristiano Ronaldo, Neuer mit der Parade, wäre auch nicht aufs Tor gekommen, aber wir bleiben in der Szene drin. Da wird nämlich alles deutlich. Deutschland mit viel zu einfachen Ballverlusten. Bernardo Silva wieder am Ball. Sieht Cristiano Ronaldo und aufgepasst! Was für ein Traumtor! 2:0 in der 36. Minute. Pepe und Diaz, die Innenverteidiger, fallen sich in die Arme. Es war ein unbeschreibliches Tor. Der Ball kommt direkt wieder zurück nach dem Abschlag von Neuer. Ginter ist eigentlich dicht dran an Cristiano Ronaldo, aber was bitte möchte man machen, wenn unter Gegnerdruck, fast aus dem Stand, dieser Ball da oben reingehämmert wird? Es ist nicht besser zu machen. Cristiano Ronaldo, ein Phänomen, das in Dekaden noch bekannt sein wird. 2:0 nach 45 Minuten. Es hätte kaum schlechter laufen können und hier noch zu gewinnen, das wirkte fast unmöglich, weil Deutschland auch so viel nicht nach vorne zustande brachte. Thomas Müller wich immer wieder aus auf die Außen. Hier ist er wieder, William Carvalho dazwischen. Es war jetzt auch eine gute Abwehrleistung von Portugal. Sie waren bissig, ließen nicht zu. Wenn dann mal Flanken reinkamen, dann standen die Innenverteidiger da ihre Position. Die Zeit schwand und auch Standardsituationen, sie konnten kaum mal gefährlich werden. Gegen Frankreich schon teilweise miserabel gespielt. Hier bleiben sie wenigstens mal im Ballbesitz, aber auch dann da wieder eine Flanke, die nichts
einbringt. Gündogan noch einmal läuft an gegen Diego Jota. Der holt sich den Ball und das vollkommen fair. Die Zeit, sie trudelte davon. Portugal musste nur noch das Mindeste tun. Bruno Fernandes nochmal mit einer Flanke. Aber auch die konnte verteidigt werden. Noch einmal Fernandes, Diogo Jota legt quer. Bernardo Silva, vielleicht der auffälligste bei Portugal, in die Arme von Neuer. Das war die letzte Strafraumaktion. Danach passierte nichts. Deutschland schaffte es nicht mehr, gefährlich nach vorne zu kommen. Und so verliert man vollkommen verdient auch das zweite Gruppenspiel. Diesmal sogar mit 2:0. Und ein Sieg gegen Ungarn ist Pflicht. Und dann muss man noch auf die Konkurrenz hoffen.